Herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Wir sind wieder da und ich bin wieder da und ihr seid hoffentlich auch wieder da und wir wollen weitermachen mit der tollen Quest mit Soma, mit den ganzen Rätseln und dem ganzen, ja, was soll ich sagen, Herausfinden der Geheimnisse. 2 von 3 der Überfälle haben wir jetzt schon gemacht. Einer fehlt noch. Ernigstein muss brennen und wir haben noch ein paar Sachen aus der letzten Folge, die wir uns nochmal anschauen müssen. Zum Beispiel hier, das Jägerrüstung, die Jägerrüstung, Jägersatz, haben wir gesagt, das haben wir schon einiges davon gefunden. Ich bin nicht ganz davon von der Rüstung, deswegen lassen wir die mal. So sehe sie aus. Allerdings sieht sie ja ganz nett aus. Ist nur nichts für uns. Ist halt was mit Fernkampfschaden. Da behalte ich mir dann doch lieber unsere Rabenclan-Rüstung an. Die gefällt mir von den Fertigkeiten besser. Dann haben wir 2 neue Fertigkeitenpunkte. Die wollen wir auch noch verteilen. Wir waren auf dem Weg, uns hier weiter zu schleichen. Ich glaube, als nächstes wollten wir letzte Rettung machen und dann hier runter nochmal zur Adrenalinfeldverbesserung gehen. Beziehungsweise dann später hier zur Zähne zusammenbeißen. So, jetzt ist bloß die Frage, von wo aus wir das machen. Den Raubtierbogen finde ich persönlich nicht so gut. Hier wollen wir eigentlich auch hin mit dem Flachfeldgeschoss. Hier gibt es auch was für den leichten Bogen. Wir haben den Jagdbogen. Ich habe keine Ahnung, wo es Jagdbogenschaden gibt. Noch nirgendwo Jagdbogenschaden gesehen. Wir müssen aber hier rüber. Oder wir gehen halt von hier. Ich hatte, glaube ich, gesagt, wir gehen von hier oben weiter. Und gehen dann hier runter. Überschleichen. Fernkampf, Gesundheit, leichter Angriffsschaden, Weg des Wolfes. Und dann gehen wir hier runter. Ich glaube, das finde ich besser. Und dann hier rüber. Dann gucken wir mal, wie wir hier am besten hier rüber kommen. Auf jeden Fall die beiden Sachen machen wir mal. Dann haben wir neue Fähigkeit auch freigeschaltet. Wir bekommen eine neue Nahkampffähigkeit. Rennen und packen. Ja. Halte R2, um zu rennen. Remple dabei Gegner an, um sie zu packen. Und hochzuheben. Wirf sie über die Kanten und ge oder gegen eine Wand, um extra Schaden anzurichten. Das ist natürlich cool. Den finde ich gar nicht so schlecht. Für was wollen wir das denn mal tauschen? Das Aufspießen, das nutzen wir irgendwie sehr, sehr wenig. Ist aber auch nicht so schlecht, ne? Die Echse finde ich gut. Helheims Jähzorn benutzen wir eigentlich gar nicht bis jetzt. Haben wir auch noch nicht gemacht. Vielleicht probieren wir erstmal noch ein paar. Sturzflut der Valkyrie haben wir auch noch nicht gemacht. Also, die sind alle gut. Ich glaube, wir sollten die wir haben, erstmal noch weiter ausprobieren, bevor wir uns ein Urteil bilden. Ich habe immer das mit den Äxten nur eingesetzt, das andere ist aber auch alles ganz, ganz fein. Wir werden das mal ein bisschen beobachten und mal ein bisschen ausprobieren. Genug Adrenalin haben wir auf jeden Fall. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir einmal. Meldeborn waren wir schon. Einmal hier runter ans Wasser und ich würde einmal gerne wissen, was hier in Wandri ist, bevor wir dann haben wir nämlich das hier alles abgeschlossen. Bevor wir auf die letzte Insel rübergehen und den letzten Teil der Quest machen. Dafür werden wir einmal an die Küste runtergehen. Jetzt muss ich mal gucken. Hier gab es so diese Seilbahn-Geschichten, dass man hier relativ schnell aus der Festung kommt. Lass uns das mal die Küste ganz gut markieren, dass ich hier weiß, wo ich hin muss. Da einmal bitte raus. Danke. Dann müssen wir komplett in die andere Richtung. Na super. Mir irgendwas markiert, was sinnvoll gewesen ist. Ja, da gibt's noch Wasser. Perfekt. Reit hier. Ist eigentlich der hier, das ist eigentlich der, den wir schon kennen, oder? Den kennen wir noch nicht, ne? Den kennen wir hier schon, aber den hier unten kennen wir noch gar nicht. Ich würde den einmal nochmal versuchen, irgendwie kennenzulernen. Bevor wir da jetzt zum Wasser reiten, weil wir das ja in der Ordenstabelle bekommen. Ah, bin wieder abgestiegen. Und ich schon mal wissen will, was für eine Stärke der hat, weil wir werden wahrscheinlich auch, der wird wahrscheinlich auch Stärke 90 haben. Aber ich will mal wissen, wie der heißt. Und der rettet aber gerade von uns weg, oder? Oh, hier ist ein Artefakt. Krass. Einfach völlig random Artefakt gefunden. Oh, das ist hier was mit. Das ist hier wieder was mit Nebel und sowas. Ich glaube, wir müssen hier wieder drumherum.
Das kennen wir sogar schon, sowas hier. Das ist wieder was mit Gift und so weiter. Ja. Das Gebiet ist verflucht und reitet jetzt der Heckenritter hier. Oh, krass. Wie weit ist denn das verflucht? Ich bin doch schon raus. Kommt der uns entgegen hier? So, die Frage ist, wie bekommen wir da jetzt hin? Früher konnte man ja rüberklettern, ne? Hier wäre jetzt die Frage, ist aber sehr weitläufig, ob wir hier vielleicht irgendwo in eine Höhle müssen. Hier können wir auf jeden Fall mal ein bisschen näher kommen. Ah, hier können wir tatsächlich auch rein. Naja, gut. Dann gucken wir uns den. Gott, hier liegen über Leichen. Ich dachte, was ist das? Ja, gucken wir uns den verfluchten Ort mal an. Ein bisschen Gruselfaktor noch hier abends. Das sieht auch mal hart aus hier drin, ey. Ich finde das immer so übel. Aber auch besonders heftig hier drin, ne? Die haben wir ja richtig gewütet hier. Blutbefleckter Zettel. Woden, ich ersuche dich. Ich stelle die Schandfälle her und wende sie gegen die Dänen. Mögen ihre Augen bei ihrem Anblick verfaulen und ihre Lungen von ihrem Geruch brennen. Mögen sich ihre Mägen entleeren, denn sie daran denken, auf das in ihre gottverlassenen Lande zurücksecken. Ja, die sind allgemein alle sehr sauber auf alles hier. War ist das widerlich. Aber gut, wir haben das Artefakt geholt. Einfach mal hier random. So, jetzt wollte ich aber eigentlich zu dem. Ich würde hier doch den Ritter haben. Mann. Man kommt ja aber vom Hundertstel ins Tausendste. Wenn man hier einmal anfängt in dem Spiel. Ich kann aber auch nichts liegen lassen. Kennt ihr das auch? Bei solchen Spielen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich lasse mich aber auch so sehr ablenken. Damit müsst ihr leider klarkommen. Wir holen uns jetzt mal unser Pferd wieder. So, können wir den jetzt. Kriegen wir den noch? Können den bestimmt ein bisschen den Weg abschneiden. Dass wir den zumindest mal kennenlernen, wäre ganz nett. Ist er doch. Schwarzer Gipfel, haben wir den jetzt kennengelernt? Wissen wir jetzt, wer es ist? Nee, ne? Wir müssen dir wahrscheinlich wirklich erst begegnen. Jetzt! Für den Mord wirst du bezahlen! Kendall! Okay, wir wissen also, wer Kendall ist. Jetzt müssen wir ganz schnell weg. Und uns mal markieren, wo wir eigentlich hin wollen. Nach Wandri wollen wir, beziehungsweise hier zum Wasser. Ich will wissen, ob wir da. Das können wir wegmachen. Noch eine Markierung da. Also Markierung 3 ist jetzt das, wo wir hin wollen. Gut, wir haben den nächsten einfacher kennengelernt. Das reicht mir schon. Dann weiß ich auch, welche Stärke es ist. Das können wir uns dann gleich mal in dem Menü anschauen. Ich will jetzt aber erstmal wissen. Ja, das war mir fast klar, dass wir ohne Ende Schaden kriegen hier runter. Aber Gott sei Dank gibt es hier ein paar Beeren. Wie lange haben wir es noch zum Wasser? Achso, guck mal, da ist schon das Wasser. Dann können wir das mal schnell per Fuß erledigen. Da ist dann schon der Ort. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt auch ein Ort ist, wo wir wirklich plündern können oder ob das einfach nur eine Stadt ist. Keine Ahnung.
Ich mag die Pferdesteuerung nicht, weil wir nicht selbst springen dürfen. Also ist natürlich nett, dass man das alles abgenommen bekommt. Es ist aber irritierend, wenn man es anders gewohnt ist, wie alles andere auch. So, angeln wollen wir nicht, wir wollen unser Schiff suchen. Das ist jedes Mal. Ob es natürlich, es wird natürlich Zufall sein, aber es ist wirklich jedes Mal so, dass wir erstmal drehen müssen, bevor es weitergeht. So, die Markierung können wir wegmachen. Machen wir jetzt auch gleich noch eine Nebenquest. Wahnsinn. Also viele Rätsel. Ich glaube, wir werden das diese Region werden wir fast vollständig machen können. Weil man hier aber auch so viel mehr unterwegs ist als bei anderen Regionen. Ich will wissen, ob man hier plündern kann oder ob das einfach ein Ort ist. Das sieht echt aus, als man hier plündern kann. Doch, hier kann man mit Sicherheit plündern. Oder kann man hier anlegen? Das wäre auch was. Das ist doch hier ein Dingsort, oder? Nee, hier kann man Schnellreise machen, tatsächlich. Okay, nichts mit plündern, hier kann man einfach anlegen. Okay, cool. Dann holen wir uns einfach mal hier, was hier so ist. Ich weiß gar nicht. Sind wir in dem Misstrauensgebiet? Wir können hier schnell reisen. Ja, wir sind in dem Misstrauensgebiet. Okay, das heißt, wir machen uns einmal ein bisschen... Achso, ich habe die Kappe auch auf, ne? Jetzt bin ich enttarnt. Ich möchte wieder getarnt sein. Okay, dann werden wir mal ein bisschen sneaky-mäßig hier versuchen, die Schätze rauszuholen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass wir hier immer noch mal hin müssen, weil hier wieder so ein Gebiet ist, wo alles irgendwie... ...da ist. Hier kann man wieder Schlüssel holen, also... Das scheint so sein, ob man hier noch mal hin muss. Würde mich zumindest nicht wundern, wenn ich das erste Mal... Hier gibt es auch Rüstung. Okay, hier gibt es aber viele Krieger. Die sind viel mehr als ich dachte. Der ist sehr, sehr schwer bewacht, der Ort. Ich weiß ja nicht, aber ich glaube, wir sollten hier nicht sein. Ich habe so ein dummes Gefühl. Dass hier irgendwie... Wenn wir jetzt hier die Tür aufmachen, sind wir gleich im Eimer. Ja, also ich glaube, wir müssen hier nochmal hin. Oh, das hat geklappt. Ui. Krass. Ja, wir können jetzt einen Schleichangriff machen, aber das eigentlich möchte ich hier erstmal... Aber die beiden kriegen wir ja nicht hin, ne? Oh, zwei? Christus wird uns beistehen! Verdammt dich! Verteilt euch! Wir machen das! Das war schon unfair alles hier. Bring den Hund zu Fall. Ja, okay. Ich will die Truhe. Danke. Oh,
Aber nicht Fokus, bitte. Oh, lass mich weg. Nein, ich will den Fokus nicht. Nur ein bisschen weg. Viel zu viele Gegner, ey. Heieiei. Ich glaube, das war nicht so gewollt. Mannschaft, ich bringe da so ein paar mit. Wollt ihr vielleicht helfen? Hier ist ein bisschen Bedarf. Gibt's auf jeden Fall was zu essen. So, kriegen wir die anderen Schätze noch schnell geholt? Oh, die sind. Also wir müssen doch hier garantiert noch hin, oder? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier einfach so frei rumliegt. Mit den drei Gegnern und so weiter. Das ist doch garantiert nicht original. Wir machen das irgendwann später noch. Ich glaube, dass wir hier nochmal hin müssen. Das kommt mir hier zu spanisch vor. Möchte ich meinen. Ja, ich möchte ganz gerne die Führung meines Schiffes übernehmen. Danke. Achso, auf der anderen Seite. Sorry. War falsch. Abfahrt. Einfach mal Abfahrt. Ich glaube, wir haben hier nichts verloren. Okay, das war nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Diese Fragezeichen, die helfen uns ja wieder Sachen zu finden. Wenn wir schon mal hier sind, dann können wir auch gleich das hier noch mitnehmen auf der anderen Flussseite. Das scheint hoffentlich ein bisschen entspannter zu sein. Einmal bitte anlanden. Ist aber auch wieder was wir hier erleben. Wahnsinn, ne? Das Drachenschild müssen wir uns tatsächlich mal anschauen. Das ist, glaube ich, ein schweres Schild, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Fein schwerer Schild. Sieht so aus. Nee, ist gar nichts für mich. Wir wollen das Wikinger-Schild behalten, aber nicht so schlecht. Ne? Schwerer Schaden wird erhöht, je nachdem, wie lange du Blockhaltung bleibst. Mit schweren Schaden arbeiten wir ja gar nicht, aber ist zumindest mal nett. Und hier sieht's aus. Mein Apfelwagen ist umgekippt. Diese Äpfel müssen gegessen werden. Sie sind zu saftig, um zu vergammeln. Können wir den wieder hindrehen, den Apfelwagen hier? Du hast deine Äpfel verloren. Sehr richtig. Ein teuflischer Wind überkam mich und ich sorge mich um sie. Aber ich habe die besten und saftigsten gerettet. Diese Äpfel erfüllen deinen Mund mit dem schillernden Licht Jesu Christi. Was macht sie so besonders? Ein Apfel ist ein Apfel, oder? Oh, das sehe ich anders. Weißt du, jedes Jahr pilgern wir gen Westen. Zu Hammes Gehöft. Bauer Hamme? Im Westen? Ja, wir nennen ihn liebevoll den Hammer. Und seine Äpfel sind köstlich mit dieser leichten Eisennote. Meine Freunde sind bereits zurück und geben sich sicher schon dem Genuss hin. Aber ich hatte leider Unglück. Mein Wagen ist hin. Ach, wäre mein Rücken doch nicht voller Knoten wie eine alte Eiche. Valde in regno de Egypti Pharaoni. An Bruder Gutwurt vom Kult des Heiligen Gutlag. In Freundschaft mit den Brüdern vom Kult des Heiligen Gutlag lasset die Äpfel von Hame gehört im Osten von Lunden ein Segen. Für eure Gruppe von fröhlichen göttlichen Rabauken sein. Lasst den eisernen Topf Gottes euch segnen und eure Wege in seinem Licht erstrahlen. Mögt ihr beim Apfeltauchen immer in sein Licht getränkt sein. Ja, wunderbar. Müssen wir die Kiste jetzt dahin schleppen oder was ist jetzt? Irgendwas im Westen war das, ne? Im Westen ist ja irgendwo da. Müssen wir da jetzt irgendwie die Kiste hinschleppen? Weil wir können die tragen. Oh, ich bin dir ewig dankbar, dass du die Kiste trägst. Ich würde mich freuen, bei der Verköstigung der Apfelernte teilzuhaben, sobald wir bei deinen Freunden sind. Oh, natürlich werden wir Gottes Früchte mit dir teilen. Dann kannst auch du die Eisennote schmecken. Nach dem Fasten haben wir uns das verdient. Fasten? Ist das, wenn ihr vor euren Gott nichts esst? Ja, wir zeigen unsere Hingabe. Entsagen der Ablenkung. Aber jetzt ist es Zeit, die Früchte des Schöpfers zu genießen. Äpfel mit Freunden zu teilen, ist das göttlichste Erlebnis überhaupt. Oh, oh, oh. Manchmal ist es schön, einfach zu entspannen und einen Apfel zu genießen.
Da das Glück unseres Lebens sich jederzeit wenden kann, ist es wichtig, die einfachen Dinge zu genießen. Ich freue mich so, dass du meinen Freund kennenlernst und wir zusammen Äpfel verspeisen können. Und wie schön es ist, gemeinsam zu wandern. Am Ende dieser glorreichen Pilgerreise werden wir vor Gudlak niederknien und in seine Belohnung eintauchen. Na dann. Dann gehen wir vor. Da wären wir. Unser kleines Heiligtum. Wenn du willst, bete mit uns. Beim Apfeltauchen. Beim was? Nur so können wir in frommer Weise die Erträge unseres Schöpfers ernten. Wer kennt's noch? Wer kann noch Apfeltauchen? Wer hat damals bei Kindergeburtstagen auch Apfeltauchen gespielt? Und du hast jemand mitgebracht. Schön, dass du zurück bist. So, können wir die Kiste ablegen? Danke. So, jetzt möchte ich aber auch Apfeltauchen machen. So, da ist Apfeltauchen. Kuchi, kennst du das? Hast du mal Apfeltauchen gespielt? Klar, oder? Kennt man eigentlich doch, oder? So, zwei Gedichte zu Gudlak. Alles schön und gut. Damit haben wir wieder was gelöst. Und? Roten Opal, der ist natürlich auch cool. Ganz viel Silber. Nett auf jeden Fall hier. Achso, wir wissen auch was über den Orden. Genau, das war doch unser Eiferer, den wir hier vorhin noch hatten. Ach, der ist hier unten links. Guck mal, Kenda. Erfüllende Stärke 90. Details. Ja. Den gucken wir uns dann auch nochmal in Ruhe an. Wigmund. Wigmund müssen wir töten. Richtig. Ach guck mal, wir können hier sogar Apfeltauchen machen. Wie witzig. Na los, Ivor, dann mal los. Verbum Domini in nostri Jesu Nazareno eras. Ut non videtur eis nimis et alium considerare. Das sind gute Äpfel. Ja, okay. Gut. Also, das sind gute Äpfel. Die schmecken perfekt. Dann ab zum Langschiff. Wir wollen Erningstein machen. Das ist nämlich das hier. Das ist nämlich die Hauptquest und wir wollen unbedingt jetzt mit Galen reisen. Damit wir das noch schaffen, heute, wird es vielleicht danach nochmal ein Urteil bilden können, wie es denn jetzt eigentlich weitergeht mit Soma und ihren drei engsten Vertrauten. Und wer denn davon jetzt eigentlich das schwarze Schaf in der Familie ist. Ich bin sehr gespannt. Ich habe noch kein Urteil gefällt. So richtig sicher bin ich mir auch noch nicht. Ich hoffe, wir werden nochmal irgendwie einen alles entscheidenden Hinweis finden. So, da war das Kloster, was wir geplündert haben. Schon lange ist es her. Und wir wollen da hoch. Ruhig jetzt. Genau, würde ich auch sagen. Ruhig jetzt hier. Ich habe einen Auftrag zu erledigen. So. Die Markierung hier können wir mal wegmachen. Drei Schätze sind hier noch, die müssen wir uns dann nochmal holen. Ansonsten haben wir da ja alles. Ich habe einfach richtig Bock auf eine richtig coole Einhandaxt oder ein Einhandschwert. Einhandschwert haben wir auch noch nicht gefunden. Keine Ahnung, ob das. Oh, warte mal, hier ist doch auch schon ein Artefakt-Ding, oder nicht? Vielleicht ist Soma doch verflucht und vom Pech verfolgt. Soma war den Göttern immer gefällig. Hey, ist doch auch so ein Artefakt-Ding. Ist auch wieder so ein. Schau mal, hier ist doch auch wieder so ein komisches Ding hier. Auch wieder so ein verfluchter Ort. Ja, hier ist auch wieder so ein verfluchter Ort hier oben.
Da oben in diesem Steinkreis. Naja. Okay. Wir gucken uns aber erstmal mit dem an, was hier gesagt wird. Wir wissen, was die dazu sagen. Vielleicht müssen wir da jetzt auch hin. Wer weiß. So. Einmal mit... Eivor. Garlin reden. Eine Ehre, dich bei uns zu haben. Wie lautet euer Plan? Der gesamte Shire unterstützt Somas Herrschaft über die Stadt. Nur diese Dörfer nicht. Sie unterstützen Wiegmunds Heer. Also brennen wir ihre Häuser nieder. Schnell und verheerend. Wie Thors Donnerschläge. Wie bist du zu Somas Clan gekommen? Am Anfang stand eine Vision, die ich bei einer Seherin hatte. Sie steckte wie ein Splitter in meinem Verstand. Dann verblasste sie. Doch ich wollte mehr. Über Monate, Jahre, aß ich nichts als Bilsenkraut, Pilze und heilige Pflanzen. In der Hoffnung, etwas Neues zu sehen. Doch mein Körper schwand dahin. Ich war wie benebelt. Ich irrte umher. Die Sachsen verschlangen mich und spien mich aus. Immer und immer wieder. Bis Soma mich fand. Allein, nackt, in den Fens. Sie gab mir Kleidung und sorgte für mich. In meiner Demütigung. Ich verdanke ihr mein Leben. Okay. Visionen können eine eigenartige Kraft entfalten. Was hast du gesehen? Ich erklomm einen Berg, während ein Löwe und eine Schlange auf meinem Rücken lasteten. Ich mühte mich ab. Dann erschien Soma und befreite mich von der Bürde. Als wir den Gipfel erreichten, gab es kaum genug Platz, um zu stehen. Wir wankten, als würden wir auf einer Messerspitze stehen und hielten uns aneinander fest, ganz eng. Ich weiß, ich wirke oft unnahbar und verbissen. Doch die Götter sind immer bei uns. Ich sehe es als meine Pflicht, Soma vor ihrem Zorn zu schützen. Aha. Was hältst du von den anderen? Von Leaf und Birna? Leaf ist ein begabter Seemann. Wenn auch etwas stürmisch. Und Birna, nun... Birna hält das Leben für einen großen Witz. Sie war eine Schmugglerin und lebte vom Lügen, als Soma kam, um sie aus dem Dreck zu ziehen. Birna gehört zu meinem Clan. Und ich kämpfe an ihrer Seite, wie respektlos sie auch sein mag. Aber sie schert sich nicht um ihr Schicksal. Ha, schwierig. Ich hätte Lust, ein paar Fackeln zu werfen. Befreien wir diese Dörfer von Wiegmunds Ratten. Zünde die Fackeln und entflamme die Pfeilspitzen, Eivor. Der rote Zweigfresser wird sich dieses Ortes nun annehmen. Okay, wir sollen wahrscheinlich alles hier anzünden, hier, und zwar... Das heißt, wir nehmen ja schon mal die Fackel in die Hand. Ich zieh lieber die Kapuze auf. Ein Fluch, der sich auf sie alle legt. Jedes Haus muss brennen. Das haben sie davon, dass sie halfen, Soma Grantabrück zu stehlen. Dass sie Aldermann Wigmunds Stiefel geleckt haben. Komm ich nicht so klar mit den Gegnern. So, wir wollen alles abfacken hier. Witzig, wie wir sie das drüber geworfen haben. Ah, okay, das war nicht ganz so klug, aber...
Besiegt ist besiegt. Da war ein bisschen was ausprobiert. Okay, wir werden hier aber auch nochmal Sachen uns holen müssen. Können wir eigentlich diese... Ach. Hilf mir. Sei meine Augen. So. So, wir müssen hier plündern. Brief von Wiegmund. Deine Gaben waren äußerst großzügig. Meine Männer kämpfen gut, schlafen gut und sind guter Dinge, was daran liegt, dass sie gut genährt sind. Ihre Einsatzbereitschaft ist von großer Bedeutung für unseren Sieg. So bleibt es unabdingbar, dass unser Bündnis fortbesteht, bis die dänische Gefahr gebannt ist. Zum Wohle aller Grantherburg zu Hause nennen. Okay, das sind diese ganzen Sachen, die hier bekommen. Wir müssen raus. Hier gibt es doch bestimmt auch noch mal Sachen zu sammeln, oder? Da oben gibt es noch Sachen. In dem Haus. Ihr müsst gar nichts hier. Nichts mit drei Leuten hier. Ich muss vor allem erstmal die ganzen Schätze sammeln hier. Dann die Schätze holen. So. Ist noch was für mich drin, ne? Okay. Gut. Unten am Hafen war noch was. Da war noch irgendwas für uns. Gut, das war ein guter Wurf, ausnahmsweise. Ah. Der Geruch brennender Reetdächer und glimmender Tochter. Warten das jetzt. Hier links von uns, da. In dem Lager hier. So, die haben wir auf jeden Fall gebrannt. Das ist sehr gut. Dann haben wir alle hier. Ich lösch dich aus. So, lass uns mal probieren, was wir noch alles machen können. Okay, wir können die richtig prügeln. Okay, das ist ja ganz cool. Okay, wir probieren mal noch mehr. Auch krass. Der Stampfer. Jawohl. Okay. Der Stampfer ist auch auf jeden Fall nett. Und hier haben wir wieder jemanden. Folge einem Muster. Kein wilder Raubüberfall. Wir müssen hier wieder jemanden. Das war ein sächsischer Krieger. Wir müssen hier wieder rächen, ja? Wir müssen wahrscheinlich wieder irgendwelche Toten finden. Die sind aber. Keine Ahnung, super weit weg. Ich weiß es nicht. Ich sehe es jetzt gerade nicht. Ach, da oben. Ja, okay. Rächen wir die einmal. Dann
haben wir das auch geschafft hier. Und dann müssen wir uns jetzt ein Urteil bilden bei Soma. Tja, wer ist wohl der Verräter von den dreien? Also Liv wurde die Farbe ja gestohlen. Birna hat dieses Eifersuchtsmotiv. Vielleicht ist es Birna. Ist jetzt so ein bisschen das. Nun eile zum Festmahl des Allvaters. Was mich was für mich am naheliegsten wäre, aber ob es denn so ist, weiß ich jetzt nicht. Aber zumindest erscheint mir das jetzt erstmal naheliegend. Das hat sich gelohnt. Das kann Wigmund nicht entgangen sein. Du hast gestampft und gewütet wie der feurige Surt selbst, der durch die Flammen von Muspelsheim schreitet. Wir sehen uns zu Hause, Dränger. Hier irgendwie gelbe Farbe an sich oder sowas? Nee, ne? Nicht so richtig. Der Gestank des Verrats ist die neue Quest. Ja, das ist jetzt die Frage. Was ist jetzt... Wo ist es jetzt... wer ist jetzt der Böse oder die Böse, wer auch immer? Schwer zu sagen. Auf jeden Fall müssen wir zurück nach Granterburg. Und müssten das dann mal rausfinden. Das machen wir jetzt auch. Wir geben unseren Tipp ab. Haben wir die Möglichkeit, irgendwo hier hinzukommen, schnell zu reisen? Nee, nur tatsächlich hier unten hin. Und wir mussten auf jeden Fall noch nicht das hier machen in Vandri, aber ich denke mal, das kommt dann noch irgendwann. Wir lassen das erstmal und reisen erstmal schnell zurück. Tja, wer ist wohl der Verräter, die Verräterin? Das ist jetzt spannend. Wir sollten nochmal mit Soma reden und vielleicht können wir von ihr nochmal ein paar Sachen rausfinden. Also ich würde jetzt erstmal nicht auf Liv tippen. Ihm wurde ja die Farbe angeblich gestohlen. Das kann er natürlich jetzt auch schön sagen. Er ist auf jeden Fall einer der Verdächtigen, weil er, wie gesagt, an die Farbe rankommt. Wäre aber auch dämlich, wenn man mal ehrlich ist. Warum sollte ausgerechnet er die Farbe nehmen? Von mir erfahrt ihr nichts. Gar nichts. Ungeziefer wie du würde nicht... Oh, was ist hier los? Eivor, der Plan hat funktioniert. Einer von Wigmunds Anführern. Ich fand ihn schnüffelnd bei Grantas Hütte. Denk dran, du musst ihn nicht umbringen. Hab einfach Spaß mit ihm. Ich bin im Langhaus und plane die nächsten Schritte. Oh, ihre drei Freunde? Oha. Armer kleiner Junge. Weißt du nicht, wo dein Papa ist? Hm? Gottlose Heiden. Grantabrück liegt im Land von Lord Wigmund von Walledane. Die Stadt gehört rechtmäßig ihm. Armer Soldat. Der weiß gar nicht, was Heiden solchen gottgläubigen Männern wie ihm antun. Anscheinend kennt er die Geschichten nicht. Wir können ihn ja belehren. Sieh dir diese riesigen Hände an. Die geben ein hübsches Paar Handschuhe ab. Und sein Herz erst. Das Herz eines so großen Burschen kann eine sechsköpfige Familie eine Woche lang ernähren. Schneiden wir ihm die Kehle auf und bewässern den Garten mit seinem Blut. Herr im Himmel, nein! Er ist auf der Insel Ilge. All der Mann Wigmund ist da im Kloster. Ich schwöre es. Ich hätte gedacht, dass es die ganze Nacht dauert. Fesseln wir ihn und lassen ihn verrotten. Ihr verdammten Dänen! Der Herr wird euch aus diesen Landen vertreiben. Euch alle! Möge Gott euren Seelen... Gut. Das war's dann mit ihm. Diese diebische Ratte hätte uns verfluchen können. Das wollte ich nicht riskieren. Galin hat ihn jetzt umgebracht. Christen verfluchen nicht. Und Galin hat sich verplappert. Wigmund ist also auf der Insel Ilge. Ich erstatte Soma Bericht. Ah, Galin hat es jetzt auch gerade ein bisschen verdächtig gemacht. Freunde, jetzt weiß ich doch gar nicht mehr, was ich nehmen soll. Ihr macht es mir aber auch nicht einfach. Auf der Insel Egle. Welche Insel soll denn das sein? Hm.
Wissen wir das? Also hier ist Validene, ist das die hier? Dann ist das wahrscheinlich hier unten, wo er tatsächlich ist, wo ich schon gedacht habe, dass er da ist. Oder er ist hier oben. Da waren wir noch gar nicht. Wir gehen mal zu Soma. Und sprechen mal mit ihr. Glaubst du, du kannst mit mir mithalten? Nee, kann ich nicht. Also schon, aber nicht jetzt. Eivor, was hatte Wigmunds kleiner Bursche zu erzählen? Wigmund hält sich im Kloster auf der Insel Elge auf. Versteckt sich bei den Kirchenmäusen. Dann müssen wir einen Angriff planen. Doch ich greife nicht an, solange der Verräter, der ihm hörig ist, noch unter meinem Dach weilt. Was hast du erfahren? Also, ich weiß bisher Folgendes. Die Hinweise aus Grantabyshire. Ich habe einen Brief zu einem gelben Langschiff gefunden. Ich habe eine Nachricht an die sächsischen Angreifer gefunden, dass sie gelb bemalte Langschiffe in Ruhe lassen sollen. Abgesehen von kleinen Details gibt es nichts Gelbes an unseren Langschiffen. Wenn in den Fans ein gelbes Langschiff liegt, will ich das wissen. Das müssten wir vielleicht nochmal untersuchen, oder? Bei deinem Geheimtunnel gab es viele Fußabdrücke und der Eingang war mit gelber Farbe markiert. Wer immer dich verraten hat, hat also den Eingang zum Tunnel gelb angemalt und dann den Sachsen den Weg freigemacht. Gut, das ist das, was wir wissen. Was Birna angeht. Birna ist in dich verliebt. Nicht erwiderte Liebe ist ein mächtiges Gefühl. Birna war schon immer unberechenbar. Doch sie ist zu einer Kriegerin geworden, die sich nicht von Gefühlen in die Irre führen lässt. Birna war einst Schmugglerin. Das ist kein sonderlich ehrenvolles Leben. Selbst die Geringsten unter uns haben Ehre. Das wissen wir Dänen wohl am besten. Okay. Was Liv angeht? Liv wünscht sich, er wäre auch Anführer geworden. Und jetzt an deiner Stelle. Liv genießt einen hohen Stellenwert in meinem Clan. Als Schiffsbauer kann ihm niemand das Wasser reichen, und das weiß er auch. Liv missbilligt die Art, wie du Grantabryk führst. Unter mir blüht diese Stadt auf, zum Beispiel als geschäftiger Hafen für seine Langschiffe. Liv sagte, seine gelbe Farbe sei gestohlen worden. Gelbe Farbe ist schwer zu bekommen. Er war außer sich, als das passierte. Ich fand ein leeres Fass gelber Farbe neben einer Langbootrampe. In der Nacht des Überfalls wurde ein Schiff mit gelber Farbe markiert. Ein eigenartiger Zeitpunkt für einen frischen Anstrich. Aber es ist seine Arbeit, nicht wahr? Von Liv wissen wir natürlich sehr, sehr viel. Galen nimmt seine Visionen wichtiger als alles andere. Es grenzt an Besessenheit. Visionen sind wie Wolken. Jeder Mensch sieht etwas anderes in ihnen. Und Galen misst ihnen hohe Bedeutung bei. Galen sagte, er sei halb tot gewesen, als du ihn gefunden und sein Leben gerettet hast. Ja, die Menschen hielten ihn für verflucht. Er trieb im tiefen Wasser. Aber hat es nicht jeder verdient, ans Ufer gezogen zu werden? Ja, spannend, spannend, spannend. Okay, wir wissen auf jeden Fall ein bisschen was, aber auch nicht so richtig weiter. Bei Liv wissen wir sehr viel. Und die Hinweise aus Grantabyshire wissen wir auch noch nicht so richtig. Sind wir bereit, jemanden zu beschuldigen? Ich würde sagen, nein. Ich muss noch darüber nachdenken. Natürlich. Suche den ganzen Schier nach Hinweisen ab und sprich mit wem du willst. Oh Mann, wir können... Ich nehme es mit jedem auf! Erstatt so, man bricht Suche in Grantabyshire nach Hinweisen, Suche in Sumpfgebiet nach Hinweisen. Ah, ist dein Du... Der Sieg ist dein! Nee, ich will nicht... Fehlt es dir an Silber, nicht trinken. Oder... Ich habe einen eisernen Magen und mächtig Durst. Oh, hier können wir nochmal mit jemandem reden. Wer ist das denn hier? Lass mich deine Mannschaft verstärken, Eivor. Ach, Jungs. Bei Tor. Klar. Ich werde bereit sein, wenn du mich brauchst. Ja, ich weiß. Genau, suche im Sumpfgebiet nach Hinweisen. Ich glaube, das werden wir nochmal machen müssen. Kloster auf der Insel Elge. Hier ist auf jeden Fall unser Böser und wir wissen, dass in Utbech ja nochmal so ein Schiff ist, also das müssen wir wahrscheinlich alles nochmal machen. Suche im Sumpf nach einem gelben Langschiff. Wir werden also nochmal das Sumpfgebiet abfahren müssen nach diesem Langschiff, bevor wir unser Urteil fällen. Das wäre, glaube ich, recht wichtig. Okay, dann würde ich an dieser Stelle sagen,
haben wir noch ein bisschen was vor uns, aber dann nicht mehr in dieser Folge. Wir verteilen nochmal die Fertigkeitenpunkte schnell und dann machen wir auch zumindest für diese YouTube-Folge Schluss erstmal. Und dann spreche ich gleich nochmal mit dem Twitch-Chat, wie es weitergeht. So, erstmal Fernkampf und Gesundheit erwerben, ganz, ganz wichtig. Wir sind Stärke 81, das ist schon mal gut. Wir kommen auf jeden Fall gut voran. Und Quest haben wir auch nochmal. Genau. Also ein bisschen was haben wir noch zu tun. Wir haben noch ein paar mehr Hinweise. Die werden wir dann alle dann verfolgen nach und nach. Und dann hoffen wir, dass wir das ganze Mysterium aufklären. Hat leider heute nicht geklappt. Aber dann halt das nächste Mal. Werden wir auf jeden Fall hinkriegen. Also, falls es euch gefallen hat, was wir hier machen. Oder falls, wie das Let's Play hier läuft und das Projekt. Dann ja, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da auf unserem Kanal. Dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Und schaut gerne mal in die anderen Projekte rein. Ja, neben hier Assassin's Creed Valhalla gibt es noch ganz viel auf YouTube Exklusivprojekte, die wir nicht streamen. Nauro und Koji haben auch ihre Projekte. Also guckt da gerne mal rein. Lasst auch mal bei denen einen Kommentar da. Ansonsten gerne mal live bei Twitch vorbeikommen. Unter Phalanx-Streams findet ihr uns bei Twitch. Oder einfach mal einen Link in der Videobeschreibung. Dann habt ihr alles auf einen Blick. Discord, Instagram, was es alles so gibt. So, also bis zur nächsten Folge und ciao.